Welche Maschine zieht am besten durch? Wie winkelgetreu sind sie denn? Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und wir werden heute Stichsägen testen. Und zwar nicht ohne Grund. Vor kurzem hat Bosch eine neue Stichsäge rausgebracht, die GST 18V155SC. Der absolute neue Spitzenreiter von Bosch, den sie rausgebracht haben. Und natürlich wollen wir jetzt wissen, ist diese Säge auf dem Niveau von Festo oder Makita oder ist sie drunter oder ist sie vielleicht sogar drüber. Und deswegen werden wir heute vor allem eine Sache machen. Testen, testen, testen. Ja, sägen, sägen, sägen. Schauen wir, wie schnell sind sie, wie winkeltreu und so weiter und so fort. Deswegen haben wir auch von Festool und von Makita den jeweiligen Spitzenreiter mit dabei. Und das schauen wir uns heute mal an. Heute also das Thema Stichsägen und ich bin mega gespannt, wer von diesen drei am Ende als Sieger hier heute rausgeht. Denn Bosch ist angetreten, um hier der neue Sieger in dieser Klasse zu sein. Weil Bosch hat gesagt, das ist die beste 18 Volt Stichsäge, die wir haben und die wir jetzt ganz, ganz neu auf den Markt bringen. Das heißt, sie sind davon überzeugt, dass sie eigentlich alle anderen Stichsägen schlägt. Ist das wirklich so? Ich weiß es nicht, denn Festool hat natürlich hier eine echt gute Säge gemacht. Ja? Und auch Makita hat natürlich gesagt, ich trete hier gegen alle an. Und dann ist die Frage, welche ist die beste Säge? Das werden wir uns heute anschauen. Deswegen werden wir uns gleich die Sägen mal im Schnelldurchlauf anschauen. Und die technischen Daten ganz kurz. Und dann aber geht es auch schon ab und damit getestet, getestet, getestet. Die Frage ist aber erstmal, warum nutzen wir hier nur Stabstichsägen? Weil viele von euch kennen das ja gar nicht. Beziehungsweise wissen gar nicht, was der Unterschied zwischen Stab und was ist der Unterschied zu Bügel. Ich habe hier geguckt. Wir haben nicht eine einzige Bügelsäge hier, also Bügelstichsäge hier in Bügelform. Das sieht so ähnlich aus wie die, hat hier so einen Bügel dran und du hältst das hier oben. Und der große Nachteil von Bügelsägen ist, dass du sie nicht so genau führen kannst. Weil stell dir vor, du hast hier oben in der Hand, führst hier das Gerät so, gerade in Kurvenschnitten, ja, bist du sehr viel weiter davon weg vom Werkstück. Und deswegen ist es so, dass du bei dem Stabform entsprechend viel, viel näher am Werkstück bist und dadurch auch eine viel bessere Kontrolle hast. Der viel größere Vorteil ist aber auch noch, mit einer Bügelsäge kannst du eine Sache nicht machen, also Bügelstichsäge, und zwar kannst du nicht sie von unten führen. Ja, weil dafür sind die gemacht, schau mal hier, genau so ist der Griff. Ja, du hast das so in der Hand und dann führst du es von unten, weil ausrissfrei sägen diese Sägen natürlich immer auf der Oberseite, also jetzt von mir aus jetzt auf der Oberseite, nämlich das Sägeblatt geht hoch und schneidet so in das Material rein. Dadurch ist es so, dass wir hier oben keine Ausrisse haben. Wir machen uns hier also unseren Schnitt und sägen dann von unten entsprechend entlang und haben dann einen ausrissfreien Schnitt. Und das kann man eigentlich sinnvoll nur damit machen, mit der Bügelsäge. Ich weiß nicht, ob das von unten, probier das am besten gar nicht. Ja? Das ist der große Vorteil. Im europäischen Raum nutzt man fast nur solche Sägen. Im amerikanischen Raum fast nur welche mit Bügel. Jeder wie er mag. Ja? Wir probieren uns aber nur das, weil ich muss sagen, ich mag Bügelsägen gar nicht. Aber wie ihr es gewohnt seid, schauen wir uns erstmal komplett hier die technischen Daten an und ihr seht eigentlich nichts. Also ihr seht schon die Tabelle, aber ihr seht, fast kein Unterschied zwischen den Geräten. 18 Volt, Brushless, selbst die Geschwindigkeit der Geräte ist fast gleich. Oder zum Beispiel der Pendelhub, beziehungsweise die Hubhöhe ist bei allen auch fast gleich. Und insofern gibt es eigentlich kaum Unterschiede zwischen den Geräten. Oder doch? Und das werdet ihr natürlich gleich im Test sehen. Aber erstmal vorweg, was kosten die Geräte eigentlich? Und schon da gibt es einen großen Unterschied. Wir haben hier bei Makita einen Preis von so rund 160 bis 170 Euro. Bei Bosch haben wir einen Preis von rund 250, 260 Euro und bei Festool im Preis von rund 300 Euro. Bitte denkt eine Sache und zwar Bosch ist ganz neu auf dem Markt. Das ist so neu, dass ich nicht genau sagen kann, ob der Preis stimmt. Schau mal unten in den ehrlichen Preisvergleich in der Videobeschreibung, wo sich aktuell der Markt befindet. Übrigens, da findest du auch einen Link zu entsprechend guten Stichsägeblättern, mit denen wir auch gleich den Test machen werden. Bevor wir gleich testen, schauen wir uns die Geräte an und wir starten mit Makita. Wir haben hier also ein Akkugerät, ja. Akku rein und dann geht es auch los. Die Frage ist immer, wie kann man das Gerät einschalten? Wir haben hier oben zwei Schalter und auf der anderen Seite auch zwei Schalter. Hintergrund ist, dass wenn man das Gerät so hält, also rechts oder als Linkshänder, es entsprechend einschalten kann. Ich persönlich mag diese Schalter wirklich nicht, weil man muss immer erstmal entriegeln und dann kann man starten. Ja, das Entriegeln, der Druckpunkt ist auch nicht das Schönste. Es geht so halbwegs, aber man fühlt das nicht und das finde ich nicht so schön von der Haptik. Was ich aber schön finde, ist Folgendes. Ich drücke jetzt hier drauf. Es stoppt sofort. Also dieses sofortige Stoppen finde ich ist eine Mega-Sache. Andere Sache ist, wie ist die Handhabung? Und ich muss sagen, von allen drei Geräten ist das hier definitiv das schlechteste Gerät. Denn von der Handhabung ist es so, wenn ich das Gerät hier an der Stelle greife, ist es so, schaut mal hier von der Seite, dass ich so
Zwischen Daumen und Zeigefinger ist ein sehr großer Abstand. Und ich habe das Gefühl, dass Sie das Gerät nicht so richtig in der Hand zu haben. Und es fühlt sich sehr schwer an. Obwohl sie vom Gewicht eigentlich alle sehr ähnlich sind, ist es trotzdem bei dem Gerät so, dadurch, dass der Umfang hier sehr dick ist, als wenn ich es nicht richtig greifen kann. Das finde ich sehr schade. Hier hinten am Gerät kann ich die Geschwindigkeit einstellen, ja, von 1 bis 6. Und hier kann ich den Pendelhub ganz einfach mit einem Schalter einstellen. Übrigens, wenn ihr das Gerät einschaltet, seht ihr hier eine Dual-LED, einmal rechts, einmal links und ja, das ist auch recht hell beleuchtet. Wenn wir uns jetzt das hier anschauen, ist das hier die Abdeckung für das Sägeblatt. Wenn man das Sägeblatt auswerfen möchte, dann zieht man das hier einfach nach oben. Was ich nicht so sehr mag, ist, dass das Ganze ausgeworfen wird. Das heißt, ich ziehe es hoch und es fliegt gleich raus. Ja, man hat so einen Auswurfmechanismus. Was aber auch ganz okay ist, ist, wie man das hier reintut, einfach gerade rein und zack. Schon ist es drin. Ein Hinweis von der reinen Handhabung von unten. Also wenn beim Sägen von unten ist das die Säge, die auf jeden Fall am schwächsten oder am schlechtesten in der Hand liegt. Dadurch, dass der Griff so einen großen Umfang hat, habe ich das Gefühl, das nicht richtig halten zu können. Sondern ich muss irgendwie versuchen, zwischen diesem Hubbel hier und diesem Hubbel zu jonglieren. Das heißt, ich habe es so irgendwie in der Hand, versuche es dann auch einzuschalten, kann hier drauf drücken, okay, aber ich kann es schlecht beschreiben, aber es liegt einfach nicht gut in der Hand. Naja, ich bin gespannt, was der Test zeigt. Vielleicht ist er doch die beste Maschine, wer weiß. Ein Hinweis noch, dass die Maschine steht nicht. Naja, irgendwie schon, aber auf dem Akku, das ist so bestimmt nicht gewollt. Und das war echt Zufall, dass es jetzt ausnahmsweise mal stehen geblieben ist. Ja, also es ist natürlich nicht gewollt, dass es hier auf der kleinen Fläche steht, sondern die Maschine soll man immer hinstellen. So, nein, die soll man immer hinlegen. Und das finde ich irgendwie doof, muss ich ehrlich sagen, weil ich möchte, dass die Maschine steht. Auf dem Sägeblatt sollte sie nicht stehen, bitte mach das nicht. Und deswegen finde ich bei der Sache Festool und Bosch auf jeden Fall besser. Nee, eigentlich nur Bosch besser, weil Bosch kann auf dem Akku ganz solide draufstehen, ja, funktioniert und ich kann sie einfach wieder wegnehmen und arbeiten und einfach wieder hinstellen. Ja, und deswegen würde ich sagen, jetzt kommen wir auch mal zur Bosch. Ich hätte gesagt, wir kommen zu Bosch, aber wir müssen noch über etwas bei Makita reden. Denn Makita ist etwas, was ich theoretisch gut finde, praktisch aber sogar fragwürdig, denn hier bei Bosch haben wir einen festen Tisch. Der Tisch hier unten ist fest dran, den kann ich auch nicht abbauen, abhauen, den kann ich auch nicht abnagen, das geht nicht, der ist fest dran. Und das hat einen riesen Vorteil, dass der Tisch hier unten fest verbaut ist, und zwar hat er immer den perfekten Winkel. Das heißt, wenn wir hier sind, haben wir immer den perfekten Winkel zum Werkstück, also das Sägeblatt durch den Tisch zum Werkstück. Da hat Makita sich aber gedacht, nein, wir wollen auch Winkelschnitte machen können. Deswegen können wir mit dem Imbus, der mitgeliefert wird, Folgendes machen. Ich zeige euch das mal. So, wir können mit dem Imbus hier das Ganze lose drehen und können dann das Ganze hier verstellen. Hier irgendwo ist auch eine Anzeige, aber die könnt ihr vergessen. Die könnt ihr komplett vergessen. Die Anzeige ist völlig, völlig wertlos, weil das sind irgendwie 15 Grad grob geschätzt mit irgendwas. Aber da gibt es ja entsprechend auch Winkelmesser. Das könnte ich jetzt hier festmachen. So, 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 so. Und dann kann ich hier entsprechend eine Gehung schneiden. Ja? Aber die Sinnhaftigkeit dessen verstehe ich nicht, weil also Leute, die das hier regelmäßig benutzen, das macht auch keiner. Und schreibt mal unten drunter, ob ihr wirklich, wenn du regelmäßig mit so einem Gerät arbeitest, Winkelschnitte machst, also Gehrungsschnitte schneidest. Ja? Also Gehrung schneidest du doch nicht mit so einem Gerät. Das ist doch völliger Quatsch. Ja. Und jetzt mache ich Folgendes, jetzt will ich die ja wieder gerade dran haben und jetzt kommt das Problem. Ich mache das jetzt fest, so, und jetzt muss ich hoffen, dass das jetzt hier wirklich wieder im Winkel ist. Ja, es ist zwar fest, aber ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, ob das jetzt Spaß macht, entscheidet ihr das, aber ich finde es in Summe nicht gut. Kommen wir also wieder zur 155 SC. Und was ich hier gerade schon mache, ist genau das, was mir richtig Spaß macht am Gerät. Und zwar, also für mich ist das Killer-Feature unter anderem der Griff. Und zwar haben wir hier Folgendes, schaut mal, wir haben vorhin bei Makita ja gesehen, wie weit der Abstand war zwischen Daumen und Zeigefinger. Hier ist er viel geringer und nichts stört meinen Griff. Ich kann fast bis ans Sägeblatt rangreifen. Ist auch ein großer Unterschied zu zum Beispiel dieser Säge, ja, der GST 18VLIS. Ja, in der alten Stichsäge zum Beispiel. Hier kannst du zwar greifen, aber hier hast du einen sehr langen Steg. Das ist ein großer Unterschied, den wir hier haben, ja, und das ist neu. Und dadurch hast du einen viel besseren Griff, wenn du von oben arbeitest. Du kannst wirklich hier deinen Daumen, also deinen Zeigefinger besser hintun. Daumen hast du hier wunderbar. Und dann bist du so nah dran, wirklich an deinem Sägeblatt, dass du es perfekt führen kannst. Beim Sägen von unten ist genau dasselbe. Du hast es wirklich sehr gut in der Hand.
Du kannst es sehr gut fassen, also hier wackelt nichts, hier ist nichts, ja, das ist wunderbar und kannst hier entsprechend arbeiten. Auch der Schalter ist hier super erreichbar, nämlich einfach nach vorne schieben. Ja, genauso auch von der anderen Seite, je nachdem wie du es greifen möchtest, hast du rechts und links einen ich sag mal, Schiebeknopf. Der Vorteil von diesem Knopf ist einfach, du hast keine zwei Knöpfe wie bei Makita, so entriegeln und an und so weiter, sondern du kannst hier einfach nach vorne das Ganze ziehen und hast hier auch einen klaren Druckpunkt. Seht ihr hier? Hier passiert noch nichts. Und dann macht's Klick. Und dann geht's los. Finde ich echt gut. Eine Sache, die du aber hier gerade gesehen hast, ist, es stoppt nicht so schnell wie bei Makita. Makita war ganz schnell zack, stoppen und los. Hast du hier nicht. Ja, es dauert einen kleinen Moment, bis er aufhört. Kann für einen oder anderen für euch relevant sein. Hier ist es jedenfalls so. Wo wir gerade hier sind, kommt ein bisschen dichter. Und zwar ist es so, dass wir hier auch einen sehr schönen Auswurf haben für das Sägeblatt. Und zwar auch hier, gucken wir nochmal ganz kurz hier, das ist eine der alten Sägen. Hier musste man hier oben immer irgendwie so dann rumfummeln, hier an dem hier so. Bah, das war nicht so schön, das geht, ja, aber das ist schon ein bisschen Fummelei. Hier haben wir natürlich Folgendes, wir haben einfach diesen riesengroßen Korb, den nehmen wir nach oben und dann ist es lose. Interessant ist übrigens auch Folgendes, das Sägeblatt springt nicht raus, sondern ich habe das Ganze hier drin. So, und ich hebe es hoch. Es fällt nicht raus, sondern es wird lose und ich kann es einfach rausnehmen. Und auch beim Reintun habe ich keinen Druckpunkt. Ich muss nicht so klick und dann raste das ein, sondern ich stecke es ganz entspannt hier rein, was einen riesen Vorteil hat. War mir vorher nicht klar, weil ich das so noch nicht hatte. Nämlich, du hast hier folgenden Vorteil, wenn du es so reintust, das ganz einfach, du keinen Druck ausüben musst und durch Druck könnte es passieren, dass du über das Sägeblatt rüberfährst. Ja? Deswegen musst du theoretisch Handschuhe anziehen, damit du dich nicht verletzt und so weiter. Hier ist das für dich easy. Ja? Schöne Sache. Aber wir wollen ja schnell durch die Säge durchgehen, weil ich habe sie euch ja schon vor kurzem vorgestellt. Was ich ein cooles Feature finde, ist der Knopf hier unten. Hier kannst du das Gebläse ein- und ausschalten. Ja? Einfach hier an und aus. Und was für ein Gebläse ist das eigentlich? Die Frage ist einfach, bläst die Säge hier vorne den Staub so ein bisschen weg oder eben nicht? Finde ich cool, dass man es hier ein- und ausschalten kann. Ging nach meinem Wissen beim Vorgänger bei Bosch nicht. Dann haben wir hier unten noch Folgendes. Und zwar haben wir hier den Pendelhub, den wir einstellen können. Ja, hier zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Wunderbar. In vier Stufen. Läuft. Und wir können es hinstellen. Finde ich eine super Sache. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit, hier einen Schutz vorzumachen oder hier entsprechend noch was reinzustecken, damit das nicht so ausreißt. Alles Zeug und Kram benutzt sowieso keiner. Und ich kann die Säge hinstellen. Was hier aber besonders ist, ist Folgendes, und zwar die Sägeblattführung. Ich habe jetzt mal die Bodenplatte hier lose geschraubt und jetzt machen wir die mal ab. Und jetzt seht ihr hier den Mechanismus, den wir hier haben, um das Sägeblatt zu führen. Und zwar, wir haben hier zwei Stellen. Einerseits hier unten, ja, das, wo das Sägeblatt hier dran liegt und hier geführt wird, an der Stelle, ja, dass es nicht nach hinten kippt. Und dann haben wir hier eine Sägeblattführung. Und das ist so, dass wir eine Backe rechts und links haben, die das Sägeblatt halten und führen. Und was hier du machen kannst, durch einen Imbusschlüssel, kannst du Folgendes machen. Du kannst das hier, also diese Seite, näher an dieses Sägeblatt ranbringen, um es perfekt einzustellen für dein Blatt. Wir können jetzt das Sägeblatt einstellen. Fein. Aber was viel wichtiger ist, ist Folgendes. Diese Führung ist so nah am Werkstück, wie es eigentlich nur möglich ist. Du hast ja gesehen, es ist komplett, bis auf das Kunststoff, ja, ist das dort auf Millimeter am Werkstück dran. Und die Führung garantiert Folgendes, dass wir einen winkligen Schnitt haben. Und das ist eine Sache, die ich schon sehr cool finde. Und ich glaube sogar von allen Sägen am nächsten, aber das sehen wir bei Festo ja gleich. Es gibt noch eine Sache, die ich euch vorenthalten habe, und zwar, wie regelt man eigentlich hier die Geschwindigkeit? Und zwar machst du das Ganze hier mit dem Bedienteil hier auf der Rückseite. Hier hast du die Möglichkeit, hier erstmal das Licht einzuschalten, ja, an und aus. Und hier kannst du aber auch die Geschwindigkeit einstellen. Ja. Erstmal vom Automatikmodus kannst du wechseln hier auf verschiedene Geschwindigkeitsmodi. Und die Geschwindigkeitsmodi kannst du per Bluetooth und deinem Handy hier drauf übertragen. Nimmst einfach die Bosch Tool App, lädst sie runter, ist kostenlos alles, lädst das Ganze hier drauf und schon hast du die Möglichkeit, einfach so klick, klick, klick und hast die Geschwindigkeit eingestellt. Das finde ich absolut mega, weil du die passende Geschwindigkeit für dein Werkstück, was du häufig immer wieder benutzt, einfach einstellen kannst. Du kannst sagen, ja, Geschwindigkeit 3 ist immer das, 2 ist das und 1 ist das. Oder du sagst auch, ich habe immer nur eine Geschwindigkeit, nimmst alle anderen raus, dann hast du hier nur zwei Modis, nämlich Automatik oder deine Geschwindigkeit. Und zwar ist es so, dass du hier bei Bosch Folgendes machen kannst. Du kannst hier den auf A stellen, in dem Fall. So. Und wenn ich jetzt hier das anmache,
passiert eigentlich nicht viel, oder? Das ist dafür gedacht, wenn du an ein Werkstück ansetzt, dass du genau die perfekte Stelle auch triffst und perfekt ins Material reingleiten kannst. Nämlich anhand des Widerstandes, was die Maschine merkt. Ja? Es merkt, oh, Widerstand. Das heißt für das Gerät, oh, jetzt möchtest du richtig loslegen, so langsam oder so. Langsam los. Ja? Und dann tourt das Gerät von sich selbst aus hoch. Ergo, am Anfang kannst du langsamer und bedächtig in das Material rein, den perfekten Punkt treffen und dann kannst du loslegen. Finde ich eine tolle Sache, dass das hier drin ist, hat Makita nicht, aber Festool. Ob es funktioniert, schauen wir uns nachher an und deswegen kommen wir jetzt auch zu Festool. Legen wir mit Festool los und da kein Sägeblatt drin ist, fangen wir auch genau dort an. Sägeblatt reintun ist ein bisschen fummelig, nämlich du musst es nehmen und dann hier reintun, schräg reinstecken und dann musst du es drehen. Ja, das heißt also, und dann ist es auch arretiert, aber das finde ich ein bisschen komisch. Übrigens, wenn man hier auf den Hebel drückt, auf diesen Hebel, fliegt es raus. Wenn ihr euch ältere Videos von mir anschaut, werdet ihr feststellen, dass ich gesagt habe, eigentlich ganz cool, dass es ausgeworfen wird, dann ist es gleich raus und ich kann das dann neu machen. Heute sage ich mir, ich weiß nicht, weil ich muss immer darauf achten, wo es entsprechend hinfliegt. Kann man so und so sehen. Hier gibt es bei Festool übrigens eine Sache, die ich sehr interessant finde. Man kann die Fußplatte abnehmen. Und zwar kann ich hier diesen Hebel drücken. So. Und dann ist die Platte ab. Interessant, oder? Dann ist halt ab. Aber was? Aber warum? Also ich muss sagen, vielleicht kann man andere Sachen drauf machen? Das ist eine gute Frage. Schreibt mal unten in die Kommentare, warum ich es abmachen und was habe ich denn davon? Auf jeden Fall schafft es eine Sache. Ich kann das ja jetzt wieder in eine definierte Position hier reintun. Ja? Ohne Frage, klack und fest. Aber was ich auch habe, ist, dass es ganz leicht wackelt. Vielleicht hört man das. Es ist nicht ganz fest. Das irritiert mich. Ich will nicht irritiert sein. Also es ist jetzt nicht schlimm. Ich suche jetzt auch nichts, irgendwie, damit die sich jetzt schlecht ist. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Problem ist. Aber ich hätte es besser gefunden, wenn der Fuß fest dran ist. Aber vielleicht gibt es eine ganz tolle Funktion, weil Festool kennen wir ja. Festool bewegt sich immer noch mal was anderes. Wahrscheinlich kann man da, weiß ich nicht, das Sägewerk noch anschließen. Nein, Spaß. Und das entsprechend machen. So, aber kommen wir zur nächsten Sache. Wie stelle ich die Geschwindigkeit ein? Ganz einfach hier hinten, auch hier, ja, 1 bis 5. Und auch hier gibt es diesen Automatikmodus oder den Anlaufmodus. Da wir das Thema Handlichkeit vorhin einige Male hatten, gehen wir hier auch rein. Und ihr seht hier, dass ich hier auch mit den Fingern nicht durchgreifen kann, so wie bei Bosch. Das finde ich ein bisschen schade. Ich muss also entsprechend so halten. Und dadurch, dass jetzt kann ich ja gar nicht mehr umgreifen. Ja? Was ich zumindest bei Makita noch machen konnte, jetzt habe ich hier so, das ist ein bisschen schade. Also früher hätte ich gesagt, ja, kein Problem, weil da kannte ich nur die Geräte. Aber jetzt, wo ich die hier in der Hand habe, das ist einfach so irgendwie besser. Also es fühlt sich irgendwie besser an. Aber wer weiß. Es kommt ja nicht nur darauf an, sondern auch um das Handling. Das werden wir gleich mal testen. Okay. Von unten muss ich sagen, der Griff ist sehr schön. Also um es so zu führen, das ist okay, weil ich habe es ja dann so in der Hand, da muss ich nicht ganz umgreifen können. Wäre schön, aber es geht. Ich kann hier auch sehr schön das Ganze einschalten. Ob da Bosch sich was abgeguckt hat? Ich weiß ja nicht, Freunde. Ja, auch hier, das funktioniert, das geht, ich kann von unten arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass die Akkuposition hier nicht ganz so ausbalanciert ist wie bei Bosch. Also das Gerät, habe ich Gefühl, bei Bosch liegt ein bisschen besser in der Hand, auch weil es kürzer ist. Ja, seht mal hier, das Gerät an sich ist ein Tick kürzer. Vielleicht liegt es daran, vielleicht ist es aber auch total subjektiv. Also die liegen schon toll in der Hand. Ja. So, das dazu. Was wir hier eingebaut haben, ist den Schutz, den man einfach hier so nach unten fahren kann. Das finde ich mega, also wirklich mega, weil du folgenden Vorteil hast. Du musst das nicht ranbasteln, wie bei Bosch zum Beispiel. Oh ja, jetzt brauche ich einen Schutz, jetzt muss ich den ranbauen. Das ist jetzt aber schön. Das machst du doch nie. Ja? Sondern bei Bosch ist das Problem, wenn ich es ranbaue, kann ich das Sägeblatt nicht so richtig wechseln. Das funktioniert alles so nicht so richtig. Wenn ich einen Schutz haben möchte, brauche ich hier nur das nach oben. Dann kann ich hier das Sägeblatt austauschen, Schutz runter und geht es weiter. Wenn du häufig mit dem Schutz arbeitest, ist das vielleicht für dich die bessere Lösung. Ich persönlich mache das nie. Das Gerät hat übrigens auch zwei LEDs und natürlich gibt es auch sowohl für Festool, Makita und Bosch auch noch Absaugung und es gibt auch Details und hier und da und jenes, aber am Ende des Tages wollen wir doch endlich sehen.
überlegen, oder? Und deswegen will ich jetzt mal Folgendes machen. Jetzt fangen wir mit dem Test an. Und zwar nehme ich eine ganz normale Baubohle. Ja, das heißt Kiefer, Fichte, Tanne, so ein Zeugs, 14 Meter dick und mache einfach mal 10 Schnitte auf Zeit und schaue mal, einfach nur wirklich auf Zeit durchgeprügelt, so schnell wie es irgendwie geht, um mal zu gucken, welche Maschine zieht am besten durch. Dazu werden wir Folgendes machen. Pendelhub auf volle Kraft nach vorne und mal schauen, wer gewinnt. Das war echt mega interessant, wie Bosch hier abgeliefert hat oder auch man sagen könnte, wie Bosch hier Makita und Festool abgezogen hat. Ja, überall war es ja dasselbe Sägeblatt, derselbe Test, dasselbe Material und so weiter und so auf Geschwindigkeit wirklich durchgezogen. Und hier ist es so, dass wir schreiben es hier auch mal hin. Hinweis, die eingeblendeten Zeitwerte setzen sich aus den addierten Zeiten jedes Schnittes zusammen. Die Zeiten zum Wiederansetzen wurden entsprechend abgezogen. Bei Makita hatten wir so zwischen 1,40 und 1,50 als Zeit. Bei Festool hatten wir so rund 1,30. Und bei Bosch hatten wir eine Zeit von rund 1 Minute 10. Ja? Ihr habt hier nochmal im Detail ausgewertet, direkt aus dem Videomaterial rausgeschnitten. Echt erstaunlich, ja? Was hier abgeht und was die Bosch hier wirklich abfeiert von Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit sagt jetzt nicht nur aus, wie schnell könnt ihr jetzt hier zack, 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 zack drehen. Und natürlich habt ihr, wenn ihr das so macht, einen sehr großen Ausriss auch hier. Ja? Nochmal Unterseite, hier seht ihr perfekten Schnitt. Aber das ist bei allen so. Das ist, liegt ja nicht an der Säge unbedingt. Aber wenn ihr eine sehr kräftige, durchzugstarke Maschine habt, habt ihr eine Sache und zwar einen sehr ruhigen Schnitt, wenn ihr es eben nicht übertreibt. Wenn ihr einfach sagt, so, ich möchte es irgendwo durchsägen und habt einen sehr starkes Gerät, dann ist es so, dass auch schön durchzieht, dass ihr sehr schön am Bleistiftstrich lang sehen könnt. Ja? Das Ziel ist ja immer, die Hälfte vom Bleistiftstrich entsprechend wegzusägen. Ja? Ihr kennt das. Und das wird mit Bosch eher gelingen als mit Makita, weil sie nicht so stark durchzieht. Aber wo durchziehen? Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, wie gerade bleibt das Blatt denn eigentlich? Ja? Und es ist so, keine Stichsäge der Welt kann bei einem meinetwegen 10 cm hohen Schnitt immer genau im 90-Grad-Winkel sägen. Das geht einfach nicht. Ganz einfach deswegen, weil, wenn wir jetzt die Säge jetzt nehmen, ist sie hier oben fixiert. Dann hat sie hier nochmal einen Fixpunkt, wie bei Bosch, hier irgendwo hier unten. Bei allen Geräten haben wir irgendwo hier nochmal einen Fixpunkt. Und hier drunter aber nicht. Das heißt, das Ganze pendelt raus und wieder rein. Und hier unten kann natürlich sein, durch Druck oder durch Zug oder durch das Material, dass das Sägeblatt sich nach links oder nach rechts neigt. Je nachdem, wie gut aber hier dieser Mechanismus ist, macht es das weniger oder mehr. Und deswegen werden wir jetzt Folgendes machen. Wir sägen jetzt einfach mal hier 8 cm hoch, ja, entweder 8 oder 6, das steht gleich da, wenn wir einen Test machen, machen wir einen recht hohen Schnitt und gucken mal, wie winkelgetreu sind sie denn. Hier seht ihr jetzt den Schnitt 6 cm hoch. Das ist schon ungewöhnlich hoch. Natürlich kann die Säge auch viel mehr. Die kann auch 10 cm zum Beispiel hoch. Aber hier bei diesem 6 cm hohen Schnitt ist es fast 100% im Winkel. Das ist ein echt gutes Ergebnis. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Das kam mir vorhin komisch vor, nämlich Makita hat auch diesen Anlauf. Das heißt, ich habe das Ganze eben eingeschaltet und auf Stufe 6 geschaltet und auch hier, Moment, so. Er geht langsam an und hat es dann auch hochgetourt. Also auch Makita hat diesen Modus und ihr habt es eben, glaube ich, zumindest gehört. Ja? Am Anfang so, ein bisschen dann jetzt richtig los. Ja? Und das ist der Modus, den jetzt dementsprechend natürlich alle Geräte haben. Also Entschuldigung nochmal, wir haben auch hier den entsprechenden Anlauf. Aber jetzt gucken wir uns mal die Winkelgenauigkeit an. Kommen wir zu Makita, das ist schon ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das ist schon ganz schön schief. Wir gehen jetzt hier mal drauf und ihr seht hier, das ist schon nicht mehr gerade. Also da sind einige Grad, oder man kann es auch so sehen, wenn man es jetzt so mal sieht, ja,
Jetzt habe ich es angelegt. Das ist schon heftig, was das Ganze hier schief ist. Also von Winkeltreue kann man hier nicht mehr sprechen. Aber das ist auch genau das, was ich euch vorhin sagen wollte. Bei Makita sind es auch nur ein paar Millimeter, die das Ganze höher sitzt. Und schon habt ihr ein ganz anderes Ergebnis. Wo ist das so? Was ist denn hier los? Abgebrochen. Das war sehr interessant, denn eben ist das Blatt abgebrochen, aber es ist deswegen abgebrochen, weil ich habe es nicht richtig gemerkt. Das Blatt wurde extrem heiß und ich habe gegengedrückt. Das heißt, ich habe immer wieder gegengedrückt und das ist nicht durchgekommen. Das heißt, das Blatt ist unten auch immer gegengestoßen. Macht das nicht, sucht euch ein Blatt, was entsprechend durchkommt. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass das Blatt durchkommt, weil bei den anderen beiden Geräten ist es ja durchgekommen. Das heißt, wir haben ja bei hier bei Bosch und bei Makita eine Hubhöhe, also eine Pendelhubhöhe, also das Sägeblatt geht mal runter, hoch und hier von 26 mm die beiden. Bei Festool habe ich keine Angabe gefunden und dachte einfach, das wird schon auch 26 sein, aber scheinbar nicht, denn ich habe es hier nicht geschafft, das Ganze durchzusägen. Ergo, ich brauche jetzt ein anderes Blatt. Eieiei. Ich brauche ein anderes Blatt, nehme ich auch, aber bedeutet, dass auf jeden Fall der Hub von Festool nicht so groß ist. Also hier brauche ich jetzt mein Handy nicht, also hier brauche ich keine Leuchte dahinter. Das ist genauso gut wie das Bosch-Ergebnis, sehr, sehr schön gerade, kann man überhaupt nicht sagen. Top-Ergebnis. Wie sagt man so schön? Heiter weiter. Wir lassen uns auch nicht von so einem gebrochenen Sägeblatt und einer Säge, die nicht so tief sägt, wie ich es gedacht hätte, aufhalten. Wir haben jetzt nämlich Folgendes, und zwar haben wir hier stattliche 5 cm Buche. Wir wollen mal schauen, wie die Säge sich durch Buche schlagen. Immer, denkt dran, selbes Sägeblatt. Auch die Festool hat zwar ein längeres Sägeblatt, aber es ist exakt gleich verzahnt, alles genau das Gleiche. Und jetzt seht ihr hier, wunderschöne Buche. Und jetzt werden wir das hier einfach mal auch hier in Streifen abschneiden. Mal gucken erstmal, wie gut gleitet sie durch, also wie schnell ist sie auch. Und natürlich auch, wie gut ist die Winkeltreue. Wie sagte mal ein weiser Mann, hinten macht die Ente. Und genau hier haben wir dieses Phänomen. Am Anfang ist der Schnitt noch, ich sage mal, irgendwie im Rahmen, ihr seht hier schon um einiges, aber wir nehmen jetzt mal die Mitte, uiuiuiui, und nach hinten, da franzt es aber so richtig aus, ja, also ihr seht, da ist so viel Abstand dazwischen, das ist schon echt krass, also wirklich krass, was der hier abhaut uns am Ende des Tages. Wie kam die Säge durch? Okay, nicht langsam, nicht schnell, das ging, aber Winkeltreue, boah, heftig. Mal gucken, was die Ente sagt. Also am Anfang sehen wir hier, das sieht richtig gut aus. Hier ist ein ganz, ganz kleiner Spalt. Ja. In der Mitte ist er fast weg. Ja, also hier seht ihr, das ist nichts, also wirklich gar nichts. Und dann kippt er ganz leicht raus. Ja, hier seht ihr das, ganz leicht. Aber im Verhältnis zu Makita, wow, ist das viel besser. Ich glaube, bei Festool ist das Ergebnis auch richtig gut. Wir gucken mal hier. Hier haben wir jetzt hier oben einen Spalt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich hoffe, ja. Also hier im oberen Bereich, da haben wir einen Spalt. So. Okay, also mal eine andere Richtung. Hier in der Mitte sieht es ja auch gut aus, aber auch da haben wir ganz leichten Spalt oben. Und am Ende sieht es perfekt aus. Also hier ist es leicht besser als Bosch, aber bedeutend besser als Makita.
Der Kurvenschnitt war wirklich bei allen Geräten super. Sie ließen sich echt gut führen. Auch hier oben so entsprechend nochmal hier rumführen und so. Das war bei allen drei Geräten wirklich super. Kann man nicht sagen? Alles schön, alles gut, fein. Übrigens eine Sache noch, und zwar, wenn du die Daten der Geräte anschauen willst, unten in der Videobeschreibung und hier oben ist der Werkzeugvergleich auf gotus.de verlinkt. Geh dort mal rauf, da kannst du nochmal alle Daten dir im Detail in Ruhe angucken und kannst auch vor allem, du kannst voten, welches Gerät findest du am besten, beziehungsweise du siehst die Votes von allen Leuten, die das vorher gemacht haben. Hast du einen riesen Vorteil, weil du siehst dann, was so die Allgemeinheit von euch denn so gewotet hat. Jetzt noch die Frage, was ist eigentlich das beste Gerät? Ja? Ich persönlich bin der Meinung, oder fangen wir mal anders an, Makita ist auf jeden Fall am Platz 3, war am langsamsten, am wenig winkeltreu von der Handhabung, auch von allen, sag ich mal, am schwierigsten. Ist aber eine solide Säge. Ja? Also es ist nicht so, dass das jetzt keine gute Säge ist, funktioniert aber im Verhältnis zu den beiden, ist sie auf jeden Fall nicht so gut. Wie war es bei den beiden? Hier ist es so, vom Handling her würde ich persönlich die Bosch bevorzugen. Die Festool ist aber nicht schlecht. Punkt. Ja, kann man überhaupt nicht sagen. Handling ist super. Das nächste Thema ist Winkeltreue. Waren auch beide eigentlich gleich auf. Ja, also dass ich da sagen würde, ha, passt. Hier war es so, dass die Festool durch im einen ein Tick schlechter war, die Bosch beim anderen ein Tick schlechter. Alles super. Aber von der Winkeltreue allgemein für eine Stichsäge sind die beiden mega erstaunlich gut. Das ist super. Von der Geschwindigkeit hat man ganz klar gesehen, ja, mit maximalem Pendelhub, maximaler Geschwindigkeit, maximal Durchzug, war die Bosch bedeutend schneller als Festool. Ja, wenn das für euch relevant ist, müsst ihr das entsprechend entscheiden. Und so ist es auch so, Winkel, also bei dem Kurvenschnitt war es auch so. Also was ich sagen muss, beide Sägen, ja, machen einen extrem guten Job. Ich muss sagen, Bosch hat hier scheinbar echt einen guten Job gemacht, zu sagen, ich möchte in die absolute Oberliga aufschließen. Ich persönlich finde es gut, dass hier der Tisch fest ist. Und insofern beides Top-Geräte. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und vor allem bin ich gespannt auf den Werkzeugvergleichsseite, wie ihr abstimmt. Mal gucken. Jetzt würde ich sagen, ran an die Säge und bis zum nächsten Mal.